Ein Gewitter mit Blitz und Donner, das kennt ihr alle. Diesmal habt ihr gefragt, warum donnert das? Wie entsteht das? Ganz einfach, weil es geblitzt hat. Aber ganz so einfach ist die Antwort nicht. Dazu müssen wir ein paar Versuche machen. Das hier ist eine leere Flasche. Nichts drin, nur Luft. Und das ist ein leerer Luftballon. Auch leer, nichts drin. Jetzt nehme ich den leeren Luftballon und stülpe den über die leere Flasche. Und damit die Luft aus der Flasche nirgendwo hin kann, klebe ich den Luftballon mit solchem Isolierband, so Klebeband, an der Flasche fest, damit die Luft nirgendwo rauskommt. So sieht die jetzt aus. Das ist eine Kochplatte. Und auf diese Kochplatte stelle ich jetzt einen Topf mit Wasser. Und in diesen Topf mit Wasser stelle ich jetzt die leere Flasche mit dem leeren Luftballon. Allerdings, die leere Flasche mit der Luft ist leichter als das Wasser und will immer wegschwimmen. Und das können wir nun überhaupt nicht gebrauchen. Deswegen muss ich jetzt die Flasche mit so ein paar Drahtstücken so festmachen, dass sie sich in dem Topf nicht mehr bewegen kann. So sieht das jetzt aus und jetzt steht sie fest. Und was hat das alles mit dem Donner zu tun? Moment, kommt sofort. Denn jetzt schalte ich die Kochplatte ein und was passiert? Die Kochplatte wird heiß, erwärmt das Wasser, dadurch wird die Flasche auch warm und gleichzeitig erwärmt sich die Luft in der Flasche. Und weil die nirgendwo hin kann, geht die in den Luftballon und bläht den auf. Merken muss man sich dabei, dass sich warme Luft ausdehnt. Und damit sind wir beim Blitz und beim Entstehen von Donner. Wenn es nämlich blitzt, dann wird die Luft, die um den Blitz rum ist, schlagartig auf über 30.000 Grad erhitzt. Und weil die Erhitzung so schlagartig ging, dehnt sich auch die Luft blitzartig aus. Und weil man Luft nicht sehen kann, müssen wir noch ein kleines Experiment machen, denn die Luft besteht aus einzelnen Molekülen. Wie könnte sowas aussehen? Diese beiden weißen Tischtennisbälle hier, die sollen ein Sauerstoffmolekül darstellen und die beiden gelben ein Stickstoffmolekül. Und zusammen mit anderen Gasen bilden die die Luft. Und von solchen Luftmolekülen haben wir jetzt eine ganze Menge bei uns aufgehängt. Und mit diesen beiden schwarzen Pappen zeige ich euch jetzt, was passiert, wenn es blitzt. Und damit man mich nicht sieht, setze ich mich da auf die Kiste, damit mein Kopf unter dem Bild ist. Und jetzt gehe ich mit diesen beiden Pappen in diese Luftmoleküle rein. Und was passiert jetzt, wenn es blitzt? Achtung, es geht los. Es blitzt und jetzt dehnt sich die Luft schlagartig aus. Und weil das einzelne Moleküle sind, stößt ein Molekül das nächste an und das wieder das nächste und so weiter. Das Ganze ist eine mechanische Druckwelle, weil es eben einzelne Moleküle sind, die sich anstoßen. Und diese Druckwelle kommt dann als Donner zu uns an die Ohren. Im Prinzip ist der Donner also nichts anderes, als wenn man einen Luftballon nimmt, bläst den immer weiter auf und immer dicker und irgendwann platzt er. Und dieser Knall beim Platzen ist nichts anderes, als dass da die Moleküle der Luft angestoßen werden, wie beim Donner. Nur beim Blitz ist die Ursache für den Knall eine andere. Und wenn ihr euch jetzt wundert, dass man Blitz und Donner nicht gleichzeitig sieht und hört, obwohl das doch gleichzeitig passiert, dann liegt das an Folgendem. Wenn es zum Beispiel jetzt blitzt und es vergehen 10 Sekunden, die zähle ich hier mal langsam runter, bis man den Donner hört, nämlich jetzt, dann kann man ausrechnen, wie weit das Gewitter weg ist. Und das liegt an Folgendem. Das Licht vom Blitz bewegt sich 1 Million Mal schneller als der Schall vom Donner. Der Schall vom Donner liegt 330 Meter ungefähr in einer Sekunde zurück. Bei 10 Sekunden, also 10 mal 330 Meter, ist ungefähr 3,3 Kilometer. Und so kann man ausrechnen, wie weit das Gewitter weg ist.